Ein vollwertiger Elektro-City-Flitzer aus der Modellpalette eines Großserienfahrzeuges, das ist der Volkswagen e-Up. Der schon hunderttausendfach bewährte Kleinwagen behält seine Grundtugenden auch als E-Version. Da ist das gute Raumangebot sowohl vorne und für die Fahrzeuglänge von 3,54 Meter auch hinten. Dazu kommt die routinierte Verarbeitung und ein brauchbares Ladeangebot mit einzeln umklappbaren Rücksitzen. Das Ladevolumen reicht von 250 bis 923 Liter. Einige Kritikpunkte hat jedoch auch der e-Up übernommen. So gibt es fahrerseitig keine Steuerung des Beifahrerfensters. Die hinteren Seitenscheiben sind nur ausklappbar. Die Sicherheitsgurte vorne passen sich mangels Verstellmöglichkeit nur mäßig an. Und im Kofferraum fehlt eine Beleuchtung. Doch ansonsten wird der Up mit dem Elektroantrieb zu einem völlig anderen Fahrzeug. Der 82 PS starke E-Motor macht aus dem Kleinwagen einen durchzugsstarken Sprinter, der mit 210 Newtonmeter Drehmoment schon öfter mal die vorderen Antriebsräder in Verlegenheit bringt. Stadtfahrten werden so zu spritzigen Go-Kart-Touren. Doch häufiges Ausnutzen der Elektropower reduziert die Reichweite deutlich. Der Testwagen meldete nach Vollladung jeweils knapp 150 Kilometer Reichweite. Wer aufs Gas tritt, kann aber dann schon pro gefahrenem Kilometer 3 Kilometer Reichweite abschreiben. Die Fahrbetriebe Eco und Eco Plus reduzieren den Stromverbrauch und die Spritzigkeit. Eine mehrstufige Rekuperation, die über den Automatikhebel bedient wird, hilft beim Rückgewinnen von Energie und wirkt wie eine Motorbremse bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Auf der Autobahn ist übrigens bei 130 km/h Schluss mit lustig. Das zeigt auch, dass der e-Up im Wesentlichen ein Auto für den City- bzw. Nahverkehr sein soll. Längere Distanzen machen ohnehin kaum Sinn, denn realistischerweise muss, je nach Wetter und Fahrstil bzw. Anzahl der eingeschalteten Verbraucher wie etwa der Klimaanlage, ohnehin nach 100 km nachgeladen werden. Alles danach beunruhigt den Fahrer dann doch schon deutlich. Das Aufladen auf 80% Kapazität dauert an der Schnellladestation 30 Minuten, an der Haushaltssteckdose sind 80% nach 7 Stunden und die Vollladung nach 9 Stunden erreicht. Im Schnitt verbraucht der e-Up gemäß Norm 11,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Im Testbetrieb kamen wir auf unterschiedlichste Werte. So mussten wir feststellen, dass Kurzstrecken wie beim Verbrennungsmotor ordentlich Reichweite kosten. Moderates und ebenes Überlandfahren dagegen wenig Energie braucht. Und in der Stadt hängt es davon ab, wie oft und wie intensiv man den freudvollen Ampelsprints erliegt. So registrierten wir bei den unterschiedlichen Ausfahrten mit dem e-Up eine Verbrauchsbandbreite zwischen 10,5 und 27,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Der e-Up kostet ab 25.350 Euro, die Batterie und eine reichhaltige Serienausstattung inklusive. Um dasselbe Geld in etwa erhält man schon zwei Benziner ab. Trotzdem: Wer rein elektrisch und mit bis zu 4 Personen besetzt in einem Fahrzeug mit möglichst geringen Abmessungen unterwegs sein möchte, hat derzeit nicht viel Auswahl. Und der e-Up ist sicher eine vernünftige Wahl, nicht zuletzt wegen seiner Gene aus der Großserie.